Unlimited Saga für die PS2 von Square Enix haben wir zwar in der letzten Ausgabe schon getestet, ein Video dazu wollten wir euch aber nicht vorenthalten. Der Grafikstil ist eine Mischung aus flachen Gemälden und 3D-Grafik. Das ist ein bisschen eigenwillig, aber sieht wunderschön aus, wie wir finden. Jetzt gehen wir mal über einen typischen Stadtbildschirm in die Taverne. Das sieht ganz schön aus, rumlaufen und Leute ansprechen könnt ihr allerdings nicht. Gespräche laufen ausschließlich über solche Menüs ab. Wenn wir schon mal hier sind, zeige ich euch auch gleich noch den Einkaufsbildschirm. Ausgedehnte Shoppingtouren strapazieren in der Welt von Unlimited Saga ganz schön die Nerven. Ihr seht nämlich nicht, wer die zum Verkauf angebotenen Gegenstände tragen kann und inwiefern sich die Statuswerte durch die neuen Ausrüstungsstücke ändern und verbessern. Stattdessen müsst ihr immer zuerst in den Status-Screen wechseln, euch die wichtigen Werte merken und dann mit denen im Shop vergleichen. Das ist auf Dauer ziemlich lästig und hätte unserer Meinung nach auf jeden Fall anders gelöst werden müssen. Aber genug von den langweiligen Menüs. Wechseln wir lieber in einen Dungeon, wo es bestimmt aufregender zur Sache geht. Sagte ich gerade aufregender? Ich glaube, da war ich beim falschen Spiel. Die Dungeons bei Unlimited Saga funktionieren nämlich ähnlich wie in einem Brettspiel. Ihr zieht mit eurer Figur von Feld zu Feld. Das Glücksrad eben hat übrigens entschieden, ob die Falle, in die wir getappt sind, uns mit voller Wucht erwischt. Bevor ihr mir vor Aufregung einschlaft, zeige ich euch lieber noch einen Kampf. Achtet dabei unbedingt auch mal auf den hübschen Aquarellhintergrund. Bei den Kämpfen sind vor allem Kombos wichtig. Die startet ihr, indem ihr eine eurer Attacken auf Hold setzt, was ihr theoretisch pro Runde 4-mal machen könnt. Das ergibt dann eine 5er-Kombo. Hier ist nur eine zweifache geworden, weil uns ein Gegner dazwischen gefunkt hat. Das heißt, dass wir ihm zwar durch die Combo mehr Schaden zugefügt haben, er uns aber durch den Combo-Bruch ebenfalls eine saftige Portion Energie abgezwackt hat. Unlimited Saga sieht zwar wirklich sehr, sehr hübsch aus, ist aber auf Dauer eher langweilig. Deshalb sollten sich nur beinharte Rollenspielfans einen Kauf überlegen.